Assassin von The Witcher. Und wir gucken, wie der Mafia-Boss hier. Das ist ja. Oh. Was? Der Stein reaktiviert sich? Cool. Dann machen wir das doch. Magie. So. Gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Weltkarten. Da gibt es doch bestimmt jetzt auch hier ein Pünktchen zum Entdecken. Yeah. Guck mal, da gibt es was. So. Okay. Das war das Schlörp. Ja, das ist. Fühlt euch abgeleckt und so. So! Sieben Urin. Sieben Urin. So, wir sammeln jetzt hier noch so schön Basilistenfrüchte. Und eine Tanpopo. Pusteblume. Tanpopo ist japanisch. Pusteblume. So, dann haben wir, warte mal, was haben wir hier? Ein Fragezeichen. Und zwar unterirdisch. Hier sind Früchte. Wie in einem Meer. Aha, das heißt, hier muss es irgendwo so eine Höhle geben oder sowas in der Art. Flötze. Wir haben ja noch so einen Sattel. Warte mal, da können wir gerade noch gucken. Wie kann ich denn... So, wie kann ich denn sagen, ich möchte mein Pferd ausrüsten? Weil ich habe ja noch so einen Sattel und so. Hier, guck. Ein Pferd mit Sattel wird nicht zu schnell müde. Gewöhnlicher Gegenstand, Spielerwerte. Ah! Okay, der gibt 25 Ausdauer, der Sattel. Okay, 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 okay. Ich muss das Pferd Plötze rufen. Cool! Guck mal. Da habe ich denn hier noch Ding. Da kannst du ja bestimmt dann auch noch so Loot-Gegenstände oder so reintun. Denke ich mal. Würde auf jeden Fall einen Sinn ergeben. Auf jeden Fall ein Pferd hat auch hier. Ja, keine Frage. Das hat auf jeden Fall einen Vorteil. Vor allem, du kannst ja auch auf dem Pferd kämpfen. Das ist schon mega cool. Wenn man das, sag ich mal, gut nutzt. So, die Kirche. Oder dieser Friedhof. Das sieht alles so ein bisschen gespenstisch aus hier. Es muss auf jeden Fall unterirdisch etwas geben. Krähenauge, Frau Pandaauge. So. Hier gibt's auch Krähenaugen, Frau Pandaauge. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft ausziehen. Oh, das ist eine Erscheinung. Oh, oh, oh. Was willst du von mir? Geist. Okay, die Erscheinung, wir haben sie in die Flucht getrieben oder so. Oh, das ist die Feuerintensität. Oh, ich muss halten. Zünder gehen. Ah! So. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Charakter. So. 300 Vitalität, Alter, das ist schon unchristlich, ey. Axi. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu. So, ein Fertigkeitspunkt auf Axi. Ja, wir können das bis maximal 3 machen. Axi bringt uns halt, das Ziel wird vorübergehend zum Verbündeten und bewirkt 20% mehr Schaden. Erhöht die Intensität des Axi-Zeichen um 5% aus der Regeneration. Dominanz. Axi lässt sich auf 2 Gegner gleichzeitig anwirken. Der Effekt ist... Gut, das muss ich nicht. Also um die Dialoge, wegen den Dialogen das zu machen, muss ich das ja machen. Erhöht die Intensität von Axi in Dialogen. Genau, und das kann ich zu 3 Punkten upgraden. Lohnt sich auf alle Fälle. Aber ich sollte auch ein bisschen auf Hexerschwerter und so auch skillen. Ne? So, ich denke mal, so ein ausgewogener Mix ist immer gut, wenn man das macht. Ja. Oh, das ist die Mutter.
Lass mich an deiner Brust saugen. Ja. Opa! So. Aber wir haben hier verdammt viel Krähenaugen und Gruscht und... Hast du nicht gesehen? Ich denke mal, das sind doch alles auch Rohstoffe, die wir brauchen, oder nicht? Da hat vor allem diese Pilze. Diese Pilze sind gut. Krähenaugen. Ich weiß halt nicht, wozu man das alles braucht, ne? Hier ist so komplett. Ah, genau. Hier, guck mal. Wir können ja ein bisschen in den Detektivmodus wechseln. Ah, das ist dieses Zeichen hier. Kann man diese Grabsteine umhauen? Nee, ne? Nee, geht nicht. So. Hier bei der Leiche gibt es auch nichts. Also hier gibt es halt dieses Kartoffelding da. Ja, diese Pilze, die brauchen wir auf jeden Fall. Pilze. Magie. Ein Ort der Macht. Ja, nicht nur ein Ort der Macht hier. Cool, was ist das hier? Lesen. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Verries, der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall verstarb. Möge Militele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. So. Ich habe jetzt gerade nur verschleiert, dass ich mich verlesen habe. Also, das habt ihr nicht gehört. So, das war alles Absicht. Gut. Was habe ich denn hier noch? Ein Krähenauge haben wir hier noch. Nochmal. So. Aber das kann ich eintreten. Und runter in die Kathedrale, in die Finsternis. Hier war irgendwo diese Kackerscheinung. Die hat sich ja dann weggeworbt. Weil ich habe die hier in der Ecke nicht getötet oder so. So. Opa Gaipai, sag ich dann nur. Frauen mit nackten Brüsten an den Statuen. Was ist denn das hier für ein Ort? Bestimmt ein Harem. Also ich könnte es mir jetzt nur so vorstellen. So, wir zünden hier die Fackel an. Wir sind ja keine unverschämten... Ah! Boah, bin ich jetzt erschrocken, Mann. Nicht lustig, Mann. Boah, Alter, ist das cool gemacht. So richtig wie... Richtig gespenstisch. Alter Schwede. Boah. Ich bin von diesem Sound da gerade mega erschrocken, Mann. Obwohl das hier kein Horrorgame ist. Der Witcher hat mich erschreckt. Nein, ich war jetzt nur leicht verdutzt, Freunde. Ich war jetzt nur leicht verdutzt. Wir haben ein Schwert gefunden. Nee, mach mal an, bitte. Wir brauchen hier Licht. Wir brauchen hier Licht aufnehmen. Novinkratisches. Guck mal, ich hätte das gar nicht alles gebraucht, ey. Du musst beim Händler gar nichts kaufen. Das meinte ich damit. Hätte ich gar nicht gebraucht. So, Kavalleriehandschuhe, Wasserflasche. Haarschlinge. Oh, guck mal, da haben wir sogar noch eine Leiche übersehen, ja. Oh, Brief des Hexers Kulgrim von der Vipernschule. Und ein Vipernschwert. So, dann lesen wir doch mal Brief des Hexers Kulgrim von der Vipernschule. An Ivar Bösaug, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben auf dem Rückweg zu unserer Festung. Verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemas und konfiszierten es. So. Ja. Muss mal kurz ein bisschen... Mal einen kurz Schluck Cola trinken. Produktplacement und so. Ja, ich werde von Cola bezahlt, Kappa. Doch, keine Sorge. Ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sich nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen und ein Ordal verlangt.
statt mich den Launen des Ritters auszuliefern, meinem Begehr wurde stattgegeben. Und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werft die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Kolgrim. Ja. Schatzsuche, Vipernschule, Quest verfolgen, ja! Haben wir jetzt eine neue Quest, der Vipernschule? Vielleicht sind die ja sogar hier. Kann ja sein. Warum kann ich das hier nicht anmachen? Warum kann ich das hier nicht anmachen? Was soll das? Oh. Ja, ich bin Geralt. So. Immer schön, ja, ich mache immer gerne diesen Detektivblick, weil da sieht man dann halt immer so schön, ob die jetzt, okay, da waren so komische Geräusche. So. Dieser Fischaugeneffekt, der kommt jetzt von diesem Detektivmodus. Ja, sonst siehst du hier nichts. Wir machen hier Licht. Servantpilze. Okay, aber ansonsten haben wir hier unten nichts. Wir haben aber eine neue Quest bekommen, die ich auch gleich mal selektiert habe. Hat sich auf alle Fälle gelohnt, hier vorbeizukommen. Definitiv. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja. Das Medaillon vibriert. Oh, wir könnten ja auch theoretisch noch den Feuerzauber nochmal auffrischen. Lohnt sich auf alle Fälle. Igni, Zeichenintensität erhöht. So, dann gucken wir doch mal, weil wir haben das jetzt ausgerüstet, wo denn diese Quest zu finden ist. Oh, das ist ja am Arsch der Welt, ey. Ja gut, wir laufen jetzt ja eh kreisförmig so darüber. Vor allem, da habe ich ja noch einen Ort der Macht mit einem Monsternest, was ich ausheben könnte. Also von dem her könnte ich das gut machen. Wer weiß, ob wir da noch unterwegs auch noch Quests finden. Kann natürlich sein, wir könnten auch mit der Mühle theoretisch zum Flussübergang porten. Möchte ich aber nicht, weil da hinten müssen wir uns ja so oder so umgucken. Also machen wir einfach jetzt einen Wegpunkt hier hin und gehen dort rüber und erkunden die Welt weiter. Das wäre ja Schwachsinn, wenn ich das nicht tun würde, ne? Ich meine, so an sich Quest habe ich, glaube ich, soweit ich weiß, schon alles erledigt. Es ist halt nur noch jetzt so das, was ich finde und entdecke, ne? Weil so das auf dem Anschlagbrett habe ich ja eigentlich alles gemacht. Gehabt. So gesehen, hier haben wir noch ein paar Häuser. Wer weiß, vielleicht finden wir hier noch bei den Häusern was Interessantes. Gucken wir mal. Wir könnten mit nicht Axi Artzeichen. Eine Angel. Das kann man jetzt nicht irgendwie hier einschlagen oder so. Ah, nee, erlaubt er mir nicht. Vielleicht braucht man das später für eine Quest oder so, dass ich da jetzt noch nicht rein kann. Das kann natürlich sein. Ja gut, hier ist gar nichts. Das ist eine uralte Ruine. Okay. Schön habt das hier. Da hattet oder wie auch immer. Dann machen wir das Igni-Zeichen wieder rein. So, Ballistenfrucht. Hier gibt es gar nichts. Ja, in dem Turm, da waren wir mal. Da haben wir uns ja schon umgeguckt. Da waren ja so Banditos. Da haben wir uns, glaube ich, schon komplett durchgelootet. Da war ja dieser Geheimgang drin. Genau, hier waren wir ja schon mal. So. Aufsitzen, Pferd. Ja, möchte ich nicht. Wir haben Flötze. Wir brauchen kein anderes Pferd. Was ist das hier? Da hinten haben wir Viecher.
Warte mal, wir haben ja jetzt. Wir haben doch hier so ein Leck. Gildorfer Schwert. Wir haben einen gelben Gegenstand. Gelb bedeutet Legendary, oder? Chance auf Verbrennen. Was haben wir hier? Adrenalingewinn. Chance auf Taumeln. Zeichenintensität. Wird in einer freien Fassung verbessert. Okay, 3% Zeichenintensität erhöht. Chance auf Betäuben. Chance auf Einfrieren. Adrenalingewinn. Ja gut, dann hauen wir doch mal die 3% Zeichenintensität rein. Lohnt sich auf alle Fälle. Klar. Oh, dieser Sound. Nice. Ich sag's euch. Eine Fernkampfwaffe haben wir noch gar nicht, fällt mir so auf. Ein Silberschwert haben wir auch noch nicht. Aber wir haben jetzt erstmal ein neues Schwert, was nicht schlecht ist, was sehr positiv ist. Ja, mit 8 Schaden mehr. Ja, das muss man ja auch so sehen. Hier sind Wildpferde. Ich denke mal, die kann man doch bestimmt töten oder so und dann schlachten. Ich mach die alle mit meinem Feuer platt, das sage ich euch. Das ist hier, das sind keine Gegner mehr. So, und alles auf dem Weg sammeln. Na gut, Stufe 1. So, die bösen Wildhunde auch tot. Easy Bambisi, sag ich da nur. So, wir müssen jetzt aber dahin drehen, weil dort ist die, Magua. Hier sind aber viele Viecher. Das ist ja... Uha, jetzt muss ich aufpassen. Nein! Nein! Der ging daneben, no! Oh fuck! No! Ja! Yeah. Hündchen, seid brav! Da gibt's noch einen Stufe 1 Wildhund, komm her! Okay, er verpisst sich, oder? Boah, hat das Schwert so komische Runen, Mann! Lass mal angucken! Klar, guckt mal, Leute! Seht ihr diese blaue Schrift hier an dem Schwert? Oh, geil! Diese Schrift hier, mega gut gemacht, ey! Ah, das Spiel ist einfach so geil. Also wer von euch The Witcher noch nicht kennt, kauft euch den ersten Teil, kauft euch den zweiten, kauft euch den dritten. The Witcher-Reihe ist so mega gut. Storytechnisch, spielerisch und einfach... Also bis jetzt muss ich sagen, finde ich The Witcher 3 sogar am besten. Also zumindest was ich bis jetzt halt schon mal gesehen habe alles. Ne? Finde ich das persönlich schon mal am besten. Mega gut, ey. Okay, das sieht aus wie so ein Jägerort oder so. Also hier brummelt irgendwas Dämliches vor sich hin. Schnurr mich nicht an. Jägerhose, Jägerhose. Ja. Wir müssen halt gucken. Strickleiter, Urin haben wir hier. Dann haben wir hier... hingeschmierte Notizen. Kleiner Triglav-Sattel, leere Flasche, Schema, Velena-Langschwert, Hydragenum-Rezept. Okay, was das ist? Hingeschmierte Notizen, das ist auch eine Quest. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unsere Lager aufgeschlagen, in der Nähe der alten Mühle, und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm, aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgarde unter Nathalies Befehlen jagen würden. Neue Quest, dreckiges Geld. Gucken wir mal, vielleicht ist diese Quest auch näher dran, dann machen wir die jetzt. Dreckiges Geld... vom dreckigen Dan und, lass mal gucken, warte mal, wo ist denn das? Guck mal, die ist schon gleich da oben. Dann könnte doch sein, dass da oben schon mal,
Ja, die sind da oben. Also die Quest ist da oben. Also das sind dann wahrscheinlich NPCs, mit denen ich interagieren kann, ne? Oh, guck mal, Luti, 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 Luti. Asche, Irdenglüfe. Wolfsfell. So. Pusteblume. Genau. Oh, wir könnten jetzt noch da hinten. Dann laufen wir doch mal langsam in die Richtung da hoch. Da könnten wir nämlich noch hochlaufen. So, lass mal gucken. Verbena gesammelt, Weltkarte. Dann laufen wir da hoch jetzt. Aber wir gehen zum allererst zu diesem Ort, ja. Ist wichtiger. So, mal ein bisschen Sport machen, Geralt. Für die Figur, das schadet nicht. Ne? Durch die Wälder zu strömen. Schadet übrigens nie. Es gibt nur Zecken in Wäldern. Die saugen dich leer wie ein Vampir. So. Zecken sind übrigens, zählen zu der Spinnengattung. Falls ihr das noch nicht wusstet, wem es interessiert. Mal jetzt mal so Wissen am Rande. Oh, das ist ja ein tolles Ritual. Das nennt sich der blutige Dan. So. Lesen. Notiz eines Spions. 15. Tag der Observation. 23 Birke. Sind wieder im Lager. Haben haufenweise Beute mitgebracht. Hauptsächlich Rüstungen und Waffen. Aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation. 24 Birke. Vor Tagesanbruch kam ein Bote ins Lager. Gab große Aufregung. Sie stellten sich sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag der Observation. 25 Birke. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. 18. Tag der Observation, 26 Birke. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen würden, wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abgestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Deserteursgold. Quest abgeschlossen. So. Wir haben jetzt halt irgend so eine Quest abgeschlossen oder so. Da müssen wir wahrscheinlich noch mit jemandem quatschen. Setz deine Hexensinne ein, um den Schatz der Banditen zu finden. Gut, machen wir. Das sind Banditos. Seltsam. Da hinten sind aber da ist leichte Unruhe. Da hinten sind sehr viele Wölfe. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Okay. Ich kehre um. Dann soll das einfach nur symbolisieren, dass dort irgendwas rumgammelt. So. Eine Wolfsleber. Dieses Schwert, ne, das so leuchtet. Mega geil, Alter. Okay, Freunde, dann gucken wir die Weltkarte uns an. Schauen wir mal, wir müssen darüber und da machen wir auch einen Wegpunkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und machen diese Quest. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Matane.